Boris Nowak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz nehmen an einem von einer Partnerschaftsagentur organisierten Singletreffen in der Slowakei teil. Zwischen Klein und Nowak herrscht nach vergangenen Streitereien Eiszeit. Yilmaz muss sich für seinen Kontakt zu beiden rechtfertigen. Bei der letzten Slowakei-Reise habe ich einfach mehr mit Gerhard zu tun gehabt wie mit dir. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe mich mit Gerhard einfach besser verstanden. Und ja, und heute habe ich aber gesehen, dass du auch kein schlechter Michel bist. Verstehst? Aber was zwischen euch beiden ist, ist wieder die andere Sache. Ich meine, ihr kennt euch halt länger und so, da kann ich nicht so mitreden. Und eigentlich interessiert es mich auch nicht. Ich hab genug Probleme in meinem Leben, ich brauche auch nicht noch mich da irgendwo, also, ja. Täusche ich mich oder hast du nicht gesagt, der ist ein Arschloch? Wann habe ich das gesagt? Nein, Auto. Jetzt weißt du von dem nichts mehr. Was habe ich gesagt? Dass der Gerhard ein Arschloch ist? Mhm. Weil du gesagt hast, der redet über mich, deppert, sag ich dir. Das ist arschlochmäßig, habe ich gesagt. Du traust ihm aber, den Trau. Aber er hat mir das Gleiche von dir erzählt. Ach so. Du redest über ihn auch so, deppert. Na, bin ich. Bin ich der Schuldige wieder mit Na, schau, ihr könnt es euch ja sagen. Aber sagt das nicht hinterrücks, verstehst du? Das ist arschlochmäßig. Da stehe ich auch dazu. Sagt das euch ins Gesicht. Na, dann habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Was ich dir sage, sage ich dir ins Gesicht. Und was ich ihm sage, sage ich ihm auch ins Gesicht. Und ich brauche mir kein Blatt vom Mund nehmen. Und ich habe nichts gegen dich und ich habe nichts gegen ihn. Nur was ihr beide miteinander habt, das kann ich nichts dafür. Ich habe sogar versucht, das zu kitten. Aber es funktioniert nicht, Heinzi. Ich war überrascht, nur einfach. Dass du, wie wenn du schon lange nicht gesehen hast, um den Hals fallst. Ich habe ihn lange gesehen. Da war ich überrascht. Ne? Ich wollte kurz mit Heinzi was klären müssen. Weil du tust mich nicht aufhusten. Tust du mich aufhusten? Ja, hat er gesagt, ich huste auf. Hust du mich auf? Hat er gesagt, ich huste. Nein, ich frag dich, hust du mich auf? Hast du das Gefühl, dass ich dir aufhuste? Nein. Na eben, okay, passt. Die Männer und ihre Begleiterinnen beziehen ihre Zimmer im Hotel. Erol Yilmaz hat jedoch keinen Ausweis bei sich und bekommt deshalb kein Quartier. Im Hotel gelten diesbezüglich strenge Vorschriften und es wird keine Ausnahme gemacht. Heinz Nowak will keine Zeit verschwenden und versucht sofort mit Evetta auf Tuchfühlung zu gehen. Doch plötzlich stört Yilmaz. Heinzi, folgendes Problem. Ich habe keinen Ausweis mit. Ich schlafe eh nicht da. Aber kann ich mich hier duschen und frisch machen und so? Heute noch oder morgen? Jetzt? Natürlich. Ja, bleibt mir nichts anderes über, weil die wollen mir kein Zimmer geben ohne Ausweis. Das Problem ist, ich habe meinen Ausweis vergessen in Österreich. Und jetzt kriege ich kein Zimmer, wenn ich keinen Ausweis habe. Ja, und leider war der Ausweis... Können Sie eine Kopie schicken lassen oder was? Wie? Ich wohne alleine und... Keiner hat einen Schlüssel von meiner Wohnung außer mir. Ich bin ja solo. Also ist eher schwierig, jetzt jemanden zu mir zu schicken, dass er mir eine Kopie schickt. Der glückliche Familienvater Robert Nissel ist bekennender Autofan. Nachdem er von seinem letzten Tuner enttäuscht wurde, hat Nissel seinen Sportwagen erneut aufmotzen lassen. Nun ist das Fahrzeug endlich abholbereit. Ich möchte gerne mein Auto wieder mal haben und sehen. Seit einem halben Jahr bin ich schon immer unterwegs gewesen damit. Warum so lange? Warum hat das so lange gebraucht? Ja, zuerst ist er lang gestanden in Deutschland oben, der hat nichts zusammengebracht. Dann hat er gemeint, er will es noch einmal haben. Aber dann habe ich natürlich verweigert, habe ich gesagt, sie gehen lasse ich mich nicht. Ne? Und jetzt hat der Bernd sich das angeschaut, der Bernd Philipp, hat sich das angeschaut und hat gesagt, ich kann da helfen, mir macht er das alles. Ne? Ich baue das um und der hat auch den Motor komplett zerlegt. Und komplett andere Lager eingebaut, Kolben eingebaut, so dass man jetzt auf der sicheren Seite ist, so dass man jetzt Gas geben kann, ohne dass man Angst hat, dass einem das alles um die Ohren fliegt. Ne? Ist ja auch lebensgefährlich, nicht? Wenn man fährt und es fliegt alles um die Ohren, ist ja auch nicht sehr gut. Was haben Sie jetzt hier alles investiert in das Auto? Wie viel hat Sie das bis jetzt gekostet? Ja, also der Umbau jetzt mit den allen drumherum und mit dem Pfusch in Ordnung bringen für die Grundfunktionen vom Auto, so bei 25.000 in etwa. 25.000 bis 30.000 ist jetzt. Das ist so langsam gekommen. Das war, das noch in Ordnung zu bringen, das. Also, da ist noch einiges hineingegangen. Da Nissels bisheriger Tuner in Deutschland das Auto nicht auf die versprochene Leistung von 800 PS umgebaut hat, will er klagen. Das Schlimmste war für mich immer, dass das Auto nicht funktionsfähig war im Sinne von Auto. Das heißt, die Tankanzeige hat nicht funktioniert, Turboanzeige hat nicht funktioniert. Was übrigens der Rumäne damals bekrittelt hat, ne? Wenn du dich erinnerst,
Im Fernsehen hat man gesehen, ja, die Turboanzeige geht ja gar nicht. Ne? Dann hat er gesagt, ja, das Auto ist original, das hat nie PS. Ne? Und. Schön so. Das ist zwar gestanden, zwei Monate gestanden, das Auto ist schmutzig geworden, draußen war es ungepflegt. Ja? Unglaublich, mein schönes Auto da draußen irgendwo stehen gehabt in Deutschland und hat nichts gemacht. Und nur bla 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 bla. Dann habe ich ihn weggenommen, habe ich gesagt, huch, jetzt ist es aus, mein Schmäh. Und habe ihn Bernd überprüfen lassen. Und der hat dann sukzessive, Stück für Stück, immer dann das gemacht, was ihm gehört ist, das Auto wieder sofort, wie es im Sinne des Erfinders ist. Ne? Ich werde klagen. Schlimmstenfalls, wenn er nicht zahlt, wäre ihm klagen und raus. Kümmere mich nicht darum, gebe ihm einen Rechtsanwalt, sage ich, wiedersehen und das war's, soll er klagen. War egal. Gut. Das ist wieder mein Feeling, meine Vibration. Warte. Die Halle haben Vibration und ich habe auch Vibration. Dabei vibriert er noch nicht, aber bald wieder vibrieren, Vibration. Heute geht's los. Nein. Okay, gehen wir's an. Mein Segen hat er. Dein Segen hat er auch. Starten wir nochmal. Nein. Bremse, zack. Also der Kaltstart ist auf jeden Fall besser. Merkt man sofort, der wie auf einen Zupferl, zack, und ist da. Zack. So sollte er sein. War vorher nie. Vorher immer. Jetzt ist. Zack. Mein Herz, gell? Das ist nicht schön. Wie ist das Gefühl jetzt? Gut. Ich fühle mich gut. Ich blende alle da rundherum aus, ich bin nur mal fürs Auto da. Tut mir leid. Nur mal Auto. Meine Familie vielleicht. Okay, meine Familie. Sind Sie da jetzt so in einer eigenen Welt? Ja, jetzt schon. Jetzt bin ich wieder in meiner Welt. Mit Brimm, Brimm, Brimm. Was ich immer sage, das ist Entspannung. Für mich ist das wie ein Meditieren. Das ist wie eine Meditation. Man fährt und man ist ausgeblendet von allen rundherum. Schön. Schön. Wirklich schön. In der Slowakei wollen Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz mit ihren Begleiterinnen die Altstadt unsicher machen. Um für Stimmung zu sorgen und die Damen zu beeindrucken, spendieren die österreichischen Single-Männer gleich im ersten Lokal eine Flasche Wodka. Doch die Freude darüber währt nicht lange. Sorry. How much is the Wodka? 150 Euro. 150? Ja. 150 Ach so, Euro. Okay. Ich hab verstanden, 300. Ja, komplett alles. Ach so, was war noch dabei? Red Bull, alles komplett. Ne? 300? Ja, natürlich, das ist normal. Wirklich? Ja, doch. Ist aber schon ein bisschen überteuert, oder? Was? Wen nimmst du? Das zahle ich wie im ersten Bezirk. 7 Euro, wenn du hast eine Wodka, ganze Flasche, du trinkst gleich. Wenn es etwas warm ist, dann musst du sagen, es ist warm, aber ich werde das doch nicht testen in meinem Mund. Wir haben sie nicht gleich gesagt, dass es warm ist. Ich nicht einmal Eis. Na, wieso hast du mir vom Mund getrunken? Ich habe nicht einmal gewusst, dass das warm ist. Ich habe getrunken, dann habe ich gesehen, dass es warm ist. Wie fühlst du das? Musst du ich habe es nicht eingeschenkt. Aber für warmen Wodka, sei mal nicht böse. 300 Euro verrechnen ist ein Hammer. Das heißt, ich kenne kein Lokal, ja, in Beverly, ja, das ist 3 Kilo. Ja, aber gut, aber da wird es anders serviert. Ja, genau. Und aber nicht an Finnland, die da wissen. Ich hab's ihm eh gesagt, aber Toto ist daneben gesessen und hat gesagt, nein, ist normal. Ja, ja. Was soll ich sagen? Ich sag dir, es wird immer schwerer für uns. Leichter wird's nicht. Nein, es wird immer schwerer. Herr Klein, wo sind Sie das Problem, dass es für Sie immer schwerer wird? Nein, weil... Weil sie uns bescheißen. Sie bescheißen uns. Überall werden wir beschissen. 300 Euro ist ein Frech. Den Scheißdreck saufen nicht einmal die Sandler irgendwo. Der will 300 Euro, das ist ein Frech. Die Herren beschließen weiterzuziehen und die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Erol Yilmaz versucht alles, um seiner Begleiterin Katharina näher zu kommen. Schließlich ist er noch auf der Suche nach einer Schlafgelegenheit. Gertsch, ja. Da geht nix. Was? Die schlafen im Zimmer und wir beide können scheißen gehen. Ja, dann gehen wir auf eigene Faust. Wie kommen Sie jetzt auf diese Lösung? Ich hab's gerade mit einer besprochen.
Und die haben gesagt, na, heute nicht, für nächstes Mal. Na, Alter, die scheißen uns was, Alter. So schaut's aus, die scheißen uns was, Alter. Sag ich, was ist los? Und dann haben wir halt im Zimmer gesagt, no. Heinz Novak und Gerhard Klein versuchen weiterhin, einander aus dem Weg zu gehen. Sie sind nicht einmal bereit, am selben Tisch zu sitzen. Yilmaz will Katharina erneut überreden, die Zimmereinteilung zu überdenken. Frag sie mal, sag sie, es gefällt dir ja nichts. Simbatski. Ja, Simbatski ist mal der Dinger, der Bürgermeister von Baden. Er hat sich gefragt, ob ich ihr gefallen, und sie sagt, ich bin Simbatski. Das ist schon mal der erste Eindruck. Ist das zu wenig, Herr Jerol? Ja, Simbatski. Simbatski ist zu wenig, meinen Sie? Aufs Erste? Ja, na, Simbatski. Meine Schwester ist mir auch Simbatski. Nur sympathisch? Schön? Hey, schön auch. Schön auch, alles zurück. Schön. Sag noch einmal laut. Schön. Schön. Hey, die Frau hat Geschmack. Jedi, da schaut die Rote. Findest du mich auch so? Ja, was interessiert mich das? Ich bin verliebt. Mädels, heute machen wir noch Party. Wir vier. Ein Zimmer. Bei mir in der Bootwanne. Okay. Bei mir in der Bootwanne ein Zimmer. In Hotel. In Hotel machen wir Party. Wir vier. Bei mir. Errol. Bei mir in der Badewanne. Okay. Hast du gehört? So? So? Ja, und jetzt trink. Ja, und jetzt. Ja, passt. Ne? Sag auch einmal gescheit. Nicht Zuzli trinken. Zuzli. Zuzli kannst du woanders spielen. Stopp, Zuzli. Ja, stopp, Zuzli trinken. Schlucken. Schlucken auch später. Erst nicht erst Zuzli, dann Schlucken. Dann Schluck. Das Schluck. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Alter, du tust trunken mit dir, dann sollst du trinken. Stopp. Und weiter? Puzzle. Fussel? Hey, nein. Sag ja, die ist frigide, Alter. Was haut sie mir dazu jedes Mal? Das ist ja Wahnsinn, du lässt das einen Korb mit geben, das ist ja unglaublich. Sitz hier, ein little bit. Sitz hier. Komm her. Als Novak kurz den Tisch verlässt, nützen Yilmaz und Klein die Gelegenheit, Yvette an ihren Tisch zu holen, um Novak zu ärgern. Biber, na, siehst du, sie sitzen schön. Na, Tag. Prost. Nastravje. We have a question. Nastravje. Was wollte ich eigentlich fragen, oder? Nastravje. You like this old man? This old man. Okay, hat sie erledigt. Novak zeigt sich wenig amüsiert und schmiedet wohl bereits Rachepläne. Für Robert Nissel steht der Moment der Wahrheit bevor. Ihm wird das Ergebnis der neuesten Tuning-Arbeiten an seinem Nissan GT-R präsentiert. Über seinen alten Tuner verliert der 63-Jährige kein gutes Wort. Hoffentlich ist alles weg von dem der böse Geist vorhin. Der hat sicher einen bösen Geist. Immer, wenn wir geredet haben, Seele. Was ich glaube ist, das glaube ich wirklich, dass ein böser Mensch in ein Auto was Böses reinbringt. Und ein guter Mensch was Gutes. Also ich bin davon überzeugt, der ist ein Schlitzohr. Und das muss raus aus dem Auto jetzt. Und hoffentlich ist das raus. Darum darf man heute das ganze Positive herausbringen. Und dann ist er weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Einzige, der sich damit noch Gedanken macht, ist mein Rechtsanwalt. Der darf sich darum kümmern. Dafür kriegt er Zeit. Nissel hofft, dass sein Auto den 1000 PS nun ein Stückchen näher ist und dokumentiert den Test genau. Dafür nimmt er auch gerne in Kauf, dass ihm die Haare zu Berge stehen. 904 PS, bitteschön. Da, 904 PS. 904 PS. Hier. Das ist jetzt glücklich. Sehr. 904 und das bei der heißen Temperatur. Entspricht sicher noch einmal 50 mehr, wenn es kalt ist. Wenn wir in der Früh fahren, wenn es schon kalt ist durch einen Wald, haben wir sicher die 950 PS sauerstoffreich. Das war's, danke. Das war's. Also der alte Tuner ist damit vergessen. Und er wird nur mehr von meinem Rechtsanwalt hören. Man sieht,
904 PS wachsen nicht auf die Bäume. Das kostet Geld. Jedes PS über 800 kostet viel Geld. Das wächst nicht auf die Bäume. Freue mich. Bin richtig happy. Dankeschön. Haben wir nicht alle Tag. Wir haben schon viele starke Autos da, aber mit 900 oder 1000 PS sind da eher seltener. Bin ich schon schneller als der Ferrari La Strada oder mit der Rasen? Die kannst du alle einstecken. Die können wir alle einstecken, den Ferrari. Ferrari, Lamborghini, Winki Winki, ciao. Ich hab gesagt, ich vergleich nicht. Ist wurscht, aber ich freu mich trotzdem. Winki Winki. In der Slowakei geht die Partynacht in einem eigens von der Agentur gemieteten Club weiter. Zufrieden mit dem Abendprogramm scheinen jedoch nur Novak und Iveta zu sein. Klein und Yilmaz reicht es. Bin ich schon langsam heiß auf die Agenturen. Warum? Naja, es ist immer dasselbe. Da kommen, das sind Schulmadeln. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Da fahren wir von einer Arschhütte in die andere, alles ist organisiert, dann schlafst du außerhalb von Bratislava, wo du wieder eine Dreiviertelstunde nach Bratislava fährst und dort, das ist. Du musst das selber in die Hand nehmen, dass das funktioniert. Also sind die Agenturen noch mehr Abzocke auch, oder? Absolut. Also ich bin da, ich glaube schon. Es ist definitiv so, dass die Agenturen mehr oder weniger nur mehr Abzocke sind. Weil ich meine, das kann ja nicht sein, dass ich da in Gras fahre. Ich meine, jetzt ist, weiß ich nicht, 12 oder wie auch immer. Und jetzt fahren wir seit 4 Stunden nur im Gras und haben eigentlich, ich habe keinen Erfolg gehabt bis jetzt. Gebiete, na wo ich auch. Ich habe gesagt, das sind Schulmadeln. Ja, ich sag zu mir, ja, wir müssen sich öfter treffen. Na, Alter, glaubst du, ich komme jetzt Wochenende daher, damit ich. Sag's einmal runter, schwimmen. Erstens einmal soll ich mir 20 Kilo annehmen. Ich kann froh sein, wenn ich mit dir überhaupt irgendwas mache.